Erst zuschauen, dann umsetzen. Also im Prinzip alles wie gewohnt für SC-Kicker Johnny Schmid. Naja, fast. Denn statt Flankenschlagen gibt es heute eine Trainingseinheit in Sachen Grundierung glattschleifen. Ja, das war meine erste Erfahrung und das war vielleicht ein bisschen ein komisches Gefühl für mich, weil normalerweise bin ich Fußballer und jetzt muss ich das machen. Das war ein bisschen komisch für mich. Oldtimer restaurieren, Autos wieder instand setzen. Das ist der Betrieb Riverside Customs in Kehl. Außerdem bietet er Jugendlichen ohne Perspektive einen ersten Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das gibt den jungen Menschen eine Beschäftigung und eine Chance für ihre Zukunft. Das soziale Projekt wird dabei vom Sportclub und neuen südbadischen Unternehmen finanziell unterstützt. Mit positiven Effekten für alle Beteiligten. Die ersten Erfolge waren alles jetzt praktisch dieses Jahr. Im Frühjahr ein Kfz-Mechatroniker, der einen Gesellenbrief bekommen hat. Und jetzt im September 3 Azubis, die auch einen Gesellenbrief bekommen haben als Fahrzeuglackierer. Und haben natürlich jetzt noch einen Lehrling momentan im dritten Lehrjahr und 3 übernommen ins erste Lehrjahr. Eine davon ist Jessica Luft. Vom Arbeitsamt hat die 19-Jährige die Stelle vermittelt bekommen. Eine ihrer Aufgaben heute, das sogenannte Pinstriping, also das akkurate Aufmalen von Motiven auf die Karosserie von Motorrad oder Auto. Noch übt Jessica auf einer Glasscheibe. Was es für den perfekten Strich aber braucht, das weiß sie genau. Auf die ruhige Körperhaltung bzw. auch die gerade Körperhaltung, dass man sich jetzt nicht mit dem Arm nach hinten bewegt, sondern mit der Körperhaltung halt, dass eben einfach der Arm ausgestreckt bleibt und die Linie eben genauso geführt wird halt. Ich sag immer, so die Oldtimer ist der pädagogische Motor. Und wenn halt solche Highlights als da sind, wie jetzt so ein Fußballstar oder wir bekommen regelmäßig Besuch von irgendwelchen Airbrusher oder Pinstriper oder irgendwelche Leute aus der amerikanischen Autoszene, die besondere Dinge machen, sind es einfach so Highlights und solche tolle Dinge, die Jugendliche motivieren. Auch der Spontanbesuch der 9. Klasse der Werkrealschule Nordost in Kehl zeigt sich von der Arbeit bei Riverside Customs angetan. Ja, könnte schon, weil es macht mir eigentlich auch Spaß mit Autos und so und die Technik von Autos. Also mir gefällt sowas, ja. Ja, also ich habe mich eigentlich schon für meine Berufswahl entschieden, aber interessant ist es. Was möchtest du für einen Beruf einschlagen? Landmaschinenmechaniker. Auch das für den SC-Profi wohl eher keine Option, auch nach der Karriere nicht. Bleibt also nur noch eine Sache zu klären, Herr Schmid. Wie ist denn Ihr Bezug so zu so Oldtimern, zu so alten Autos? Nein, nicht so. Ich mag lieber die neues Auto als die alte Auto. Dem Team von Riverside Customs sind beide Optionen ganz recht. Und so heißt es nach dem Termin mit Johnny Schmid wieder ran an die Arbeit.